Kinders, willkommen zurück zu Pokémon Go. Ich befinde mich hier gerade ja wieder in so einem kleinen Industriegebiet. Natürlich in Krefeld, ist ja ganz klar. Und ja, ich habe heute so ein bisschen was mit euch vor. Im Sinne von, ja, mal gucken, ob ich es heute schaffe. Ich gehe das Ganze an, ich zeige es euch mal ganz kurz. Und zwar hier, ihr wisst ja, Eier müssen gebrütet werden, damit ein Pokémon schlüpfen kann. Und ich habe noch 1,4 Kilometer to go und ich denke mal, dass wir die to go. Ich denke mal, dass wir die ganzen ja, Strecken heute packen werden. Wir gucken erstmal. Wir schauen mal, wie einfach sich das gestalten wird. Ich sehe auch hier gerade, dass relativ viele Pokémon am Start sind, alle auch schon gesehen. Ist halt nur die Frage des Tages, kriegen wir heute eins zu Gesicht? Und wenn ja, können wir dann eins fangen oder bleibt das Ganze wieder hängen? Wir werden es sehen, Kinders. Wir werden es sehen. Ihr seht auch, es ist wieder relativ spät hier. Zu relativ später Stunde laufe ich hier rum und nehme für euch diesen Scheiß hier auf. Zu einem Zeitpunkt, wo die anderen hier noch arbeiten müssen, laufe ich hier, schlendere ich hier durch die Gegend und nehme für euch ein bisschen Pokémon Go auf. Ist ja ganz klar. Ne? Da lasse ich mich natürlich nicht lumpen, ist ja ganz klar. Ja, ich muss wieder um 4, 5 Uhr aufstehen. Oh, ist mir scheißegal. Ist mir Latte ist das. Ja, so, was sagen die Pokémon? Ja, immer noch genauso weit weg wie vorher auch. Ist natürlich ganz klar, ne? Muss man ganz klar so sagen. Hier ist auf jeden Fall so ein richtig krasses Industriegebiet, wo wir jetzt gleich mal ein bisschen reinschlendern werden. Und ich denke, da werden wir auf keinen Fall gestört werden von Leuten. Oder ja, selbst wenn, ist mir doch scheißegal, ganz ehrlich. Ne? Es ist zwar noch nicht so spät, dass man sagen kann, okay, hier läuft kein Mensch mehr rum. Ah, da ist ein Radfratz, das habe ich doch gehört. Es ist zwar nicht so spät, dass mich hier keiner stören wird, aber ich sag mal, selbst wenn hier ein paar Leute rumlaufen, soll mich das nicht jucken. So, komm, jetzt geh doch mal rein. Jetzt häng dich hier nicht weiter auf. Es ist halt echt nicht normal, ne? Es ist nicht normal. Wisst ihr was, wir lassen das jetzt mal laufen. Das ist halt echt nicht normal. Ich check das nicht. Ich glaube, mein Hotspot ist irgendwie schwanger. Obwohl das H+ ist. Das ist echt sehr komisch. Das ist sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Na? Scheiß drauf. Ja, komm, wir starten die App mal neu. Mal gucken, vielleicht wurde der Radfratz gefangen. Kann ja sein, ne? So. Laufen wir gleich mal durch die Straße. Oder über die Straße, besser gesagt. Jetzt hört ihr auch, ist hier wieder etwas krasser Autoverkehr. Gucken wir mal. Schreien gerade ein paar Leute hinter mir rum, aber können glaube ich sowieso kein Deutsch. Komm, wir rennen mal rüber. Action! Chillig. So. Gucken wir mal, ob Radfratz gefangen worden ist. Wahrscheinlich nicht. Ja, war klar. Na, ich wusste es. Es kann doch nicht wahr sein. Ich weiß aber echt nicht, woran das liegt. Es tut mir leid. Ich will einfach nur hier nachts oder abends mal rumschlendern und was Krasses für euch vorbereiten und dann kommt sowas dabei raus. Ne? Tut mir wirklich leid. Wir werden aber jetzt auf jeden Fall zum Pokéstop gehen und werden da gleich, ich weiß nicht, was aktiviert man da normal? So ein Modul oder sowas war das. Ne? Ich kann heute wieder kein Deutsch. Gucken wir mal. Items. Hier Rauch. Den werden wir da bei diesem Pokéstop erstmal benutzen. Ne? Gucken wir mal. Boah, wie. Das hört sich hier echt gruselig an. Die ganzen Fahnen hier schwingen, das quietscht ja schon wie Sau. Sollten die Leute mal ölen hier. Ja, irgendwie da in der Nähe muss der Pokéstop sein. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Ich meine, da können wir auch ganz gut mal austesten, ob das Internet überhaupt ausreicht, um überhaupt mal irgendwas zu ziehen. Oder ob es komplett schwanger ist. Das kann ja nicht sein. Ich hab das Smartphone mehrere Male neu gestartet. Na? Ich habe mal das mobile Internet ausgemacht. Ich wisst ihr was, ich gehe mal jetzt in den Flugmodus bei meinem Handy rein. Dann gehe ich wieder rein. Also erstmal mache ich den Flugmodus an, weil es kann ja echt nicht sein, weil es ist doch echt der pure Beschiss ist das. So, jetzt habe ich zum Beispiel den Flugmodus an und es ist trotzdem noch so, dass ich weiterlaufe, ne? Na, also da kann irgendwas nicht stimmen. Ihr müsst sehen, ich bin im Flugmodus drin. Moment. Kann man irgendwo sehen. Ja, jetzt wird es mir angezeigt, ne? Da bin ich erstmal eiskalt im Flugmodus.
So, jetzt werde ich auch die App neu starten. Ist mir scheißegal, dass da ein Hornio ist. Ich meine, wir werden es sowieso nicht fangen können, weil sich das Ganze wieder aufhängt. Dann wird das Ganze so gezählt, als wäre ich quasi niemals im Kampf gewesen gegen das Scheißvieh, wie es halt so immer so ist. Aber was willst du machen, ne? Sonst hoffe ich, dass ich schnellstmöglich wieder eine Verbindung bekomme. Weil ich glaube, der Pokestop ist direkt da hinten bei Schaffrath. Vielleicht seht ihr das ja. Es kann aber auch sein, dass es zu dunkel dafür ist. Ne? Das ist Schaffrath. Das ist so ein Möbelgeschäft halt, ne? So, Internet ist wieder da. Es ist aber kein H+, ne? Doch, ist es. Das ist ja das Komische daran. Aber trotzdem scheint es nicht zu klappen, ey. Boah, hier. Guck mal, da Blaulicht. Der kannst du dir ja echt die krassesten Drogen spritzen, ey. Die Drecksau. So, komm, wir gehen mal wieder rein. Internet ist ja da. Oh, ich bin wieder da. Daddy ist ja da. Geil ist er. Ey, wie viele Hasen hier einfach rumlaufen, ne? Müsst ihr euch mal geben. Ich bin auch gerade eben an so einem kleinen Feldweg vorbeigelaufen und da waren so verdammt viele Hasen. Das ist nicht normal. Ich glaube, die haben sich in diesem Frühling und Sommer extrem rasch entwickelt, ne? Ich meine, da auf der Wiese chillt wieder eins. Ihr könnt sowieso nicht sehen, aber ich zeig mal dahin. Ne, ich mache auch mal hier die Taschenlampe an. Vielleicht seht ihr es ja, dass da Hasen chillen. Ja, wahrscheinlich nicht. Scheiß drauf. Braucht auch wieder dezent lange, um zu laden, ne? Meine Mitbewohnerin, die Lara, die ihr auch schon mal gesehen habt, die hat ja auch sich jetzt die offizielle Fick dich auch ins Knie, was willst du von mir? Habe ich GPS an? Natürlich habe ich GPS an. Na, also ich kann halt echt nichts dafür. Ich habe Highspeed und es geht einfach nicht. Sind es wieder die Server? Das können natürlich auch die Server sein, dass die abends extrem überlastet sind, sodass ich hier nicht einmal die Chance habe reinzukommen. Oder wenn ich reinkomme, dass ich nicht mehr die Chance habe, ein Pokémon zu fangen, weil sich das Ganze aufhängt. Ist möglich. Ich sollte das Ganze vielleicht mal versuchen, zu anderen Zeiten aufzunehmen. Vielleicht mal morgens oder sowas. Wie damals. Ah, wisst ihr noch, damals die guten alten Zeiten? Komm schon. Mach doch keinen Scheiß. Es ist so undankbar, ne? Es ist einfach so undankbar. Spieldaten. Habt ihr diesen Fehlerscreen schon mal gesehen? Jetzt geht's auf einmal. Es ist behindert. So, jetzt müsst ihr hier. Da ist der Pokestop, ich wusste es. Wusste HD. Geile Sau. So, da ist direkt mein Hornio. Wir gehen wieder rein. Wir gucken mal wieder, ob's klappt, ob's nicht klappt. Ihr seht, selbst das hier dauert schon extrem lang. Und es ist einfach weg. Okay. Okay. Wenn das so ist. Dann ist das so. Ne, der Pokestop ist halt echt der Schaffrath. Macht aber auch Sinn, das ist ein extrem großes Gebäude. Müsst ihr euch mal geben. So, okay, der wird schon mal aktiviert. Mal gucken, ob ich da was ziehen kann. Es ist ein Witz, oder? Ich kann einfach nichts ziehen. Ich brauche am besten echt mein neues Smartphone mit LTE als Standard, weil ich habe halt so ein Smartphone, müsst ihr wissen, mit 3G, ne? Das kann es knicken, es geht nicht. Ich kann versuchen, hier den Rauch einzusetzen, aber dann wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Ne? Ich denke mal, hier werde ich mich jetzt aufhalten für die nächsten Minuten, für den Part. Ne? Gucken wir mal. Ja, ihr seht, es klappt einfach gar nichts. Ich kann es mir echt nicht erklären, es tut mir halt echt leid, aber ich kann da nichts für. Gar nichts. Es ist so merkwürdig. Ich verstehe das nicht. Es ist traurig. Es ist echt traurig. Ich kann da echt nichts für. Das ist halt echt sehr merkwürdig. Kinders, ich würde mal sagen, ich cutte das Ganze mal, weil ich will euch jetzt auch nicht leere Parts oder sowas zeigen. Ich cutte jetzt mal. Wir sehen uns wieder, wenn das Ganze hoffentlich mal wieder klappt. Bis gleich, Kinders. Bis gleich. Kann man hier irgendwo meine Fräsen besser sehen? Nö, ne? Nö. Ihr seht auch, der Ball da oben dreht sich rund wie sonst was, ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Vor dem Schaffrath. Wie auch schon vor 10 Minuten oder wie lange das jetzt her ist. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die SIM-Karte ausgesteckt. Hab natürlich das Handy direkt vorher ausgemacht. SIM-Karte raus, gepustet. Bisschen, weiß ich nicht, an meinem T-Shirt gerieben, so ein bisschen nach dreckigen Stellen untersucht. Alles sauber. Ich steck's rein. Okay. Mach das Handy an. Okay.
Da musste Pokémon Go mal wieder 10 Minuten laden, bis ich hier reinkomme in diesen verdammten Screen. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin untröstlich. Wir versuchen jetzt mal hier den Pokestop zu aktivieren. Ich meine, eben stand ja irgendwas mit Kugeln. Und wie ihr sehen könnt, es dauert extrem lange. Ich habe auch gerade eben einen Speedtest gemacht. Vom Download her sind das knapp 3 Mbit pro Sekunde und Upload ist knapp 1 bis 2. Sollte eigentlich für Pokémon Go mehr als ausreichend sein. Ich verstehe das halt nicht, ne? Aber ihr seht, es passiert nichts. Gar nichts. Ne? Ich weiß, ich verstehe es nicht. Es können die Server sein. Es kann auch sehr gut sein, dass es an den Servern liegt, dass die abends halt extrem überlastet sind. Ich kann es mir nicht vorstellen, Kinders, ne? Ich weiß nicht. Was machen wir? Wisst ihr was? Ich probiere mal was anderes aus. Und zwar werde ich jetzt echt mal zu einem Rauch greifen. Aktiviere den hier mal. Damit wir halt zumindest heute mal irgendwas gesehen haben, ne? Jetzt ist die Frage. Funktioniert das? Na? Super. So, jetzt seht ihr, dass wir für 30 Minuten an dieser Stelle... Oh! Pokémon Unlock und wir haben direkt mal ein Hypno. Ach du Scheiße. Jetzt ist die Frage des Tages. Dürfen wir es fangen oder halt nicht? Ne? Aber ihr seht auch, der Ladescreen ist wieder übertrieben lang am Laden. Ich habe nicht das beste Gefühl, dass wir das Hypno fangen. Ich denke, der Screen... Es ist behindert. Es ist behindert. Ich kann da echt nichts für. Es tut mir leid. Ich kann da nichts für. Ne? Ich meine, hier geht ja wirklich gar nichts. Das ist ja. Da kriegt man dicke Eier von, das sage ich euch. Wie mein Arbeitskollege sagen würde. Da kriegst du dicke Eier von. So, noch ein Hypno. Komm jetzt. Darf ich in meine Kampfscreen kommen? Wie sieht's aus? Wie ist denn die Verbindung von meinem Smartphone? Vollste Verbindung, H+. Also es kann nicht an meinem Smartphone liegen, Kinder. Es kann nicht daran liegen. Ne? Ich weiß nicht. Jetzt habt ihr in diesem Part zwar nicht so viel gesehen. Aber ich kann da nichts für. Ihr seht es gerade, ne? Ich kann halt wirklich nichts für. Kinders, beim nächsten Mal würde ich sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf irgendwelche Live-Parts, wenn es nicht funktioniert. Ich werde jetzt irgendwie irgendwo hingehen, das Ganze aufnehmen und da haben wir fürs nächste Mal ein paar weitere Aufnahmen, ne? Gut, wisst ihr Bescheid. Es tut mir leid, ich würde euch echt gern mehr zeigen, aber es geht halt nicht und ich bewege mich gerade auf der Stelle, obwohl das gar nicht sein kann. Ich kann mich hier nicht auf der Stelle bewegen und es ist gerade auch alles irgendwie hier, nichts klappt, ne? Ich bewege mich gerade hier echt vom Feld, vom Fleck und es wird bei Pokémon Go nicht gekennzeichnet. Also es muss das Spiel sein. Mein Internet ist schnell genug, um das zu bewerkstelligen. Also von daher gesehen, es ist eine Frechheit, ne? Jetzt ist da sogar ein Hornio, aber ich kann es halt sowieso nicht fangen, weil ich hier gerade im Screen festchecke. Nee, Kinders, ich beende den Part, das hat keinen Sinn. Es tut mir echt leid für diesen schlechten Part. Ich hätte euch gerne etwas mehr gezeigt, aber es geht halt einfach nicht, ne? Einfach 2 Abende hintereinander passiert nichts. Jedes scheiß Pokémon, das ich versucht habe zu fangen, es geht entweder nicht rein, es hängt sich das Screen auf oder sonstige Scheiße passiert da. Ich kann es mir nicht erklären. Kinders, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.